Hallo, hier ist wieder Gabriela von Ein Tropfen Glück und ich möchte heute mit euch sprechen über den Wert und die verschiedenen Preise von ätherischen Ölen. Ich werde immer wieder gefragt, ja, warum sind denn diese Öle von Young Living so teuer? Ja, und was ist denn das? Was ist eigentlich teuer für uns? Und wie viel hat das auch mit eben dem Wert zu tun, den wir den Dingen geben? Und solange wir natürlich noch nicht wissen, ob etwas wertvoll für uns ist, dann müssen wir natürlich nach dem Preis schauen und dann vergleichen wir Öle. Und dann gibt es welche für 1,99 € und dann kostet so ein Rosenöl bei Young Living 200 noch was Euro. Was ist denn das und wie geht denn das? Ja, und für mich war die Antwort auf die Frage, nachdem ich wirklich viele, viele Farmen besucht habe, ganz klar. Das sind die Pflanzen selbst, die den Preis bestimmen. Und je nachdem, wie viel ätherisches Öl eine Pflanze selber produziert, wie leicht es ist, dieses Öl zu gewinnen oder wie schwer, wie viel Energieaufwand es bedeutet, ja, eben wie lange destilliert werden muss. Ja, ein Lavendelöl zum Beispiel wird ungefähr 1,5 Stunden destilliert, ein Zypressenöl 24 Stunden. Und trotzdem ist die Zypresse gar nicht so kostenintensiv, weil sie viel ätherisches Öl abgibt. Ja, und für ich glaube, ein Tropfen Rosenöl braucht man ungefähr 60 Rosenknospen. Ja, und das ist natürlich richtig, richtig viel. Ja, und wenn du so ein Fläschchen Zitrusöl hast, also zum Beispiel Zitronenöl, dann sind da ungefähr die Schalen von 60, 70 Zitronen gepresst. Eine Pressung bei Young Living, eine Erstpressung und dann hat man 15 ml Zitronenöl. Natürlich gibt es dann noch Qualitätskontrollen, die kommen bei Young Living auch dazu, dass jedes Öl natürlich kontrolliert wird auf Rückstände. Und ganz, ganz wichtig ist auch, sind denn alle Komponenten, die sich im ätherischen Öl befinden, Quatsch, in der Pflanze befinden, dann auch im ätherischen Öl enthalten. Und das ist ganz wichtig, denn jede Pflanze hat verschiedene Moleküle. Also ich glaube, Zypresse bis zu 280 Moleküle. Und wenn die alle im ätherischen Öl sich befinden sollen, dann muss man natürlich lang genug destillieren. Wie gesagt, bei der Zypresse 24 Stunden, das ist echt lange. Ja, ich war auf der Lavendel, auf dem Lavendel-Event in der Provence. Ich glaube, schon fünfmal, ich fahre jetzt das sechste Mal hin im Juli, weil es natürlich super schön ist und auch die Begegnungen dort und weil ich den Farmmanager, den Nicolas, so mag, der uns das alles so wunderbar erklärt. Und da kam natürlich auch noch die zweite Frage auf: Ja, wieso ist denn da, gibt es denn da kein Biosiegel bei Young Living? Ja, wenn ihr sagt, die Qualität ist so toll, wieso habt ihr kein Biosiegel? Und er hat mir eigentlich erst die Lösung gebracht, weil er sagte, ja, ein Biosiegel macht total Sinn, wenn du Tomaten anbaust, Gemüse, Obst, weil da ist es natürlich wichtig bis zur Aufzucht, was passiert mit dem Boden, wird gedüngt, werden Pflanzenschutzmittel eingesetzt, ja. Und beim ätherischen Öl ist das natürlich auch super wichtig, aber der ganz wichtige Prozess ist, was passiert mit der Pflanze nach der Ernte? Eine Tomate nach der Ernte wird gegessen, aber ein Lavendel zum Beispiel, der wird zum Beispiel bei Young Living einen ganzen Tag liegen gelassen, damit die Bienen, die sich noch in den Pflanzen befinden, noch die Pflanze verlassen können. Und normalerweise wird sonst Lavendel einfach geschreddert, geerntet und da wird natürlich ja, viel Leben auch vernichtet. Sowas ist alles ganz, ganz wichtig. Und ihr seht, ich bin hier voll in der Natur, bei mir an der Ostsee. Es windet ein bisschen. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Es ist so ein herrliches Wetter hier, blauer Himmel. Aber das ist natürlich auch stressig für Pflanzen, wenn zu wenig Wasser ist, zu viel Wasser, zu wenig Sonne, zu viel Sonne. All das sind natürlich Komponenten, die sind wichtig. Und die Natur ist nicht unbedingt der beste Businesspartner. Und letztes Jahr in der Provence hatten wir bis zu 37 Grad. Es war der heißeste Sommer überhaupt jemals gemessen in der Provence. Der Lavendel wurde 2 bis 3 Wochen eher geerntet. Das ist natürlich auch für so ein Event schwierig, weil dann gibt es nicht mehr diese schönen vielen Felder, obwohl die meisten natürlich auch Lavandin sind und gar kein Lavendel. Dazu kann ich euch dann in meinem Video über Lavendel auch ein bisschen mehr erzählen.
Aber das ist jetzt einfach der wichtigste Aspekt für mich, dass der Preis erst die Pflanze bestimmt und wie sie gewonnen wird, wie sie destilliert wird, wie sanft, wie schonend, wie lange. Und natürlich ist es für uns wichtig, wenn wir den Wert von etwas erkannt haben, also erkannt haben, dass zum Beispiel Zedernholzöl so wertvoll ist, weil du zur Ruhe kommst, so in die Tiefenentspannung. Alles, was so ein bisschen hyperaktiv ist in dir, bringt die Zeder so richtig schön runter. Und das Zedernholzöl ist eines der besten und günstigsten Öle. Und wenn es dir aber so hilft, dann spielt der Preis nicht wirklich eine Rolle, oder? Ja, also das sind meine Überlegungen zu den verschiedenen Preisunterschieden bei den ätherischen Ölen. Und mach deine eigene Erfahrung, probier es einfach aus. Viele sagen auch, wenn man Zitronenöl bei Young Living öffnet, dann riecht das so wirklich nach Zitrone und ist so intensiv. Und viele andere Firmen, da macht man das auf und der Geruch ist sofort verflogen, ist nicht nachhaltig. Manchmal werden eben auch natürlich Lösungsmittel eingesetzt, Verdünnung, dann verflüchtigt sich das Öl natürlich auch noch viel schneller. Ja. Also das soweit von mir heute. Und ich freue mich ganz besonders, dass es so schönes Wetter ist, weil in 3 Tagen reisen hier 18 Frauen an die Ostsee und wir werden ein wunderschönes Event haben. Ihr werdet da auch auf meinem Insta-Kanal einiges zu sehen. Und ich freue mich da riesig drauf und auch vielleicht euch eines Tages irgendwo zu begegnen und dass wir uns austauschen können. Und lasst es euch gut gehen und bis ganz bald.